Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Sport 1 News. Sie wissen es, wir versorgen Sie rund um die Uhr mit den wichtigsten Sportinformationen, egal ob im Fernsehen, online oder über die App. Und hier sind Sie, die Nachrichten dieses Tages. Kühne konkretisiert Pläne. Investor Klaus-Michael Kühne kann sich ein größeres finanzielles Engagement für den Hamburger SV vorstellen, wenn Felix Magath Vorstand bei den Hanseaten wird. Eine Beteiligung von 25 Millionen Euro liege nicht außerhalb der Realität, sagte der Milliardär in der Bild. Dafür müsse jedoch ein starker Vorstand den Verein führen. Dafür sei Felix Magath an der Spitze der richtige Mann. Kühne hatte sich am Mittwoch bei Sport 1 dafür ausgesprochen, den 60-Jährigen als starken Mann und Bernd Hollerbach als Trainer zum HSV zu holen. Klopp entschuldigt sich. Borussia Dortmunds Trainer Jürgen Klopp hat die Verantwortung für die 1:2-Niederlage beim SSC Neapel übernommen. Mit seinem Ausraster sei er über das Ziel hinausgeschossen, sagte Klopp im ZDF. Auch die rote Karte von Roman Weidenfeller wäre eine Folge der entstandenen Hektik und damit seine Schuld gewesen. Der 46-Jährige war beim Champions-League-Auftakt vom Schiedsrichter auf die Tribüne verwiesen worden, nachdem er dem vierten Offiziellen aus nächster Nähe ins Gesicht geschrien hatte. Rückschlag für Martinez. Nach seiner Leistenverletzung musste Bayerns Javi Martinez einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Wegen einer Operation an seinen Zähnen musste der 25-Jährige erneut eine Pause einlegen. Wieder am Ball sind hingegen Neuzugang Mario Götze und Jungstar Pierre-Emile Højbjerg. Beide stehen vor der Rückkehr ins Teamtraining. Klinsmann würde Kießling nominieren. Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann würde Stefan Kießling in seine amerikanische Nationalmannschaft berufen. Ob er spielen würde, wisse er nicht. Das US-Team sei im Sturm gut besetzt. Aber im Kader wäre er auf jeden Fall, sagte Klinsmann der Bild. In der deutschen Nationalmannschaft plant Klinsmanns Nachfolger Joachim Löw trotz der Verletzung von Mario Gomez und Kießlings guter Form nicht mehr mit dem 29-Jährigen. Ibrahimovic vor Verlängerung. Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic steht laut eines Berichts der französischen Sporttageszeitung L'Équipe vor einer Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain. Demnach soll der 32-Jährige seinen Vertrag, der ohnehin noch bis 2015 läuft, in Kürze bis 2017 verlängern und künftig 15 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Das war der Newsflash. Weiter geht's mit diesem Thema. Naja, als das Ergebnis dann klar war, dass wir sehr, sehr wahrscheinlich auch gewinnen werden, macht es natürlich dann sehr, sehr viel Spaß, weil man dann entspannt zuschauen kann. Und das hat die Mannschaft natürlich dann auch wirklich sehr, sehr schöne Facetten auch im Spiel gezeigt. Ich denke, es war sicherlich heute kein einfaches Spiel, das wussten wir. Bukarest hat halt einfach auch eine gute Mannschaft. Jeder Gegner in der Champions League ist schwierig zu bespielen und das war ein Geduldsspiel, das wussten wir auch. Wir haben ein glückliches Tor gemacht, das glückliche 1-0, hat uns aber allerdings dann halt auch Wege bereitet nachzulegen. Das hat die Mannschaft dann konsequent und gut umgesetzt. War ein hartes Stück Arbeit heute, aber ich denke ein verdienter Sieg. Wir haben gut angefangen, sind dann ein bisschen eingebrochen, haben unser Faden verloren, aber ich denke, es spricht für uns, dass wir uns aus der Situation wieder rausgeholt haben. Ich denke, dass natürlich spielerisch noch Luft nach oben ist, haben alle gesehen, aber beim 3-0 Champions League-Auftakt gegen Bukarest sollten wir alle zufrieden sein. Auf jeden Fall hat man gemerkt in der Kabine, dass alle sehr glücklich und froh sind, dass wir das Spiel heute gewinnen konnten und auch so überlegen gewinnen konnten. Und ja, das ist, wenn man eine gute Leistung bringt, das kriegt man dann. Die Minuten vor dem Halbzeitpfiff waren sicherlich schon ein gewisses Maß an Vorentscheiden, aber wir müssen das akzeptieren. Wir müssen die Entscheidung des Schiedsrichters akzeptieren, das tun wir auch. Und wir müssen akzeptieren, dass es am Ende auch kein unverdienter Sieg von Neapel war. Wichtig war, dass wir noch ein Tor gemacht haben, damit wir im Rückspiel noch die Möglichkeit haben, den direkten Vergleich für uns zu entscheiden. Und wir müssen natürlich jetzt gegen Marseille im nächsten Spiel ein bisschen eine Schippe drauflegen und müssen einfach wieder klar registrieren, dass Champions League ein anderer Fußball gespielt wird, ein deutlich körperbetonter Fußball auch gespielt wird, als das in der Bundesliga der Fall oft ist. Ja, zuerst habe ich das gar nicht mitbekommen. Dann habe ich rausgeguckt, dann stand unser Co-Trainer draußen. Ja, ist natürlich, jeder weiß, wie Kloppo natürlich versucht, in das Spiel einzuwirken und kurze Tipps gibt. Ich meine, das hat der Jacke Bubac jetzt auch sehr, sehr gut gemacht, aber ist natürlich schon ungewohnt, wenn man rausguckt und dann nicht Kloppo draußen steht. Und ja gut,
konnte man ja dann auch nicht ändern. Es sind einige Sachen vorgefallen heute hier im Spiel, die nicht normal waren. Als der Ball war in der Luft, ich dachte, ja, es ist Tor, aber ich wollte nicht zu aufgeben. Ich dachte, ich kann halten und so. Ich habe gegen den Pfosten getroffen und ja, mein Zahn ist weg, aber das ist, ja, es tut nicht weh, wie der verloren hat. Verloren hat, tut mehr weh. Ja. Soweit also die Sport 1 News für den Moment. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.